So, machen wir die Typen hier weg. Jetzt bin ich dran. Bisschen viel Zeit gelassen, aber nur ausgewichen. Machen wir mal zwei Hand. Hat er nochmal zu? Nein. Hey! Aber mit, eigentlich kann ich auch einfach so bleiben die ganze Zeit und komm nochmal drauf hier. Und einfach mit Ausweichen arbeiten. Gegen einen geht das ganz gut. Gegen einen geht das ganz gut. Und die bringen ja wirklich super Seelenpunkte. So, hier kann ich jetzt glaube ich so schon draufhauen, ne? Ja, kann ich. Nochmal. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist ein super Farmspot hier eigentlich. Ah! Die hatten wir noch gar nicht aufgemacht, die Tür, oder? Ja nicht reingeschaut, hatte ich das verpeilt. Hm? Aber das sieht gut aus. Aber wisst ihr was, bevor wir weitermachen, hau ich mal noch die ganzen anderen hier um. Die 10 Punkte, die sind es mir auf jeden Fall wert. Wenn sie nochmal wach werden sollten. So. Ja, das freut mich jetzt, ey, weil ich habe jetzt echt mich schon gewundert, wie es jetzt hier weitergehen soll. Aber das war ja nur logisch gewesen. Okay, Leute, ich gehe zum Leuchtfeuer. Hoffentlich geht das jetzt. So. Ist jetzt nicht die eleganteste Lösung gewesen, aber egal. Okay, scheiße, wir hauen jetzt einfach nochmal um, machen die Tür nochmal auf. Ah, die ist ja sogar schon offen. So. So. Kommt hier noch mehr? Scheiße. Nein, den habe ich nicht gesehen. So. Nicht getroffen. Trifft uns halt trotzdem, ey. Ich nehme mal einen Heiltrank. Ich mach doch wieder eine Hand. Fühle ich mich besser. So, jetzt kann man ja rumswitchen auf zwei Hand. So, wieder drauf. Ist gestaggert. Nochmal. Und jetzt hier. So eine Attacke. Passt. Ja, wir gehen jetzt hier einfach mal gucken. Okay, ist eine gute Truhe. Nee, es macht doch Sinn. Es musste jetzt hier irgendwie weitergehen. Ich keine Ahnung, warum ich das übersehen habe, den Raum. Weil, wie gesagt, die Smartbotin und so, die stand da nicht ohne Grund davor. Das mit den Türen, das kommt wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es jetzt so ablaufen, dass wir jetzt hier in dem Trendake-Schloss irgendwann das bekommen, um die großen Türen aufzumachen. Zumindest verstehe ich das so. Hier ist nix. Mal gucken, schadet ja nicht. Kaputt machen macht ja auch Spaß hier. Lass mal hier das aufheben. Seele eines Helden, schimmernder Lebensstein, Klosteramulett. Keinen Gang haben wir hier nicht, ne, irgendwie. Nee. Kann wieder rein theoretisch überall einer sein. Stimmt hinter dem Tisch hier. Kann ich ihn kaputt machen? Ja, kann ich. Naja, wie gesagt, das muss man echt im Online-Modus erspielen, wenn man die ganzen Geheimgänge mitnehmen will. Im zweiten Durchlauf dann vielleicht. Oh. Unsere Kumpels. Ah, die habe ich ja gerne. Also, weil die sind ja auch One-Hit. Ah, der macht nichts. Den kann ich auch nicht entsteinern mit dem Duftzweig. Geht nicht. Säure. Das soll wieder die Säure, die alles kaputt macht, oder? Gehe ich nicht rein. Was ist das, einfach nur dreckiger Regen? What the fuck? Was war das denn jetzt? Ah, das scheint irgendeine Säure hier zu sein. Wo kommen die Feinde her? Dass sie so weit oben sind. Das Fallen?
Alter. Ich bin noch nicht vergiftet. Die sind übelst assi, die Teile. Die machen Heiltrank. Kann ich die kaputt hauen? Die kann ich nicht kaputt hauen. Ich höre was. Ja, vergiftet. Ich will das Ding noch aufheben. Jetzt sind sie da nieden, das hat sich doch gelohnt. So schnell raus hier. Und dann erstmal einen Heiltrank nehmen. Haben wir noch, ja, hier giftiges Moos. So, ich hoffe, dass wir jetzt nicht so vergiftet werden, dass ich das jetzt noch oft brauche. Im Gebiet hier. Ui! Oh, was mache ich denn? Oh, Alter, ganz ruhig. Beam, beam, beam. Noch Flammschneise. Scheiße, jetzt. Ah, fuck, das kann jetzt. Ah, die werden da auch vergiftet, hoffe ich jetzt, oder? Ich hoffe es zumindest. Ah, ich war gar nicht vergiftet gewesen. Das war dumm. Okay, ist noch einer. Drauf. Hat er geblockt. Guck mal. Ach. Warte mal zu. So, jetzt können wir. So. Die sind eigentlich nicht schwer, aber wenn das so viele auf einmal sind, dann irgendwie schon. Aber jetzt muss ich ja nochmal durch. Okay, lock mal den erstmal an. Hör zu. Na egal. Wir haben jetzt auch nicht verloren. Dürfte aber eigentlich nur noch einer sein jetzt. Ein großes Gemälde. Weil ich bin nämlich gerade menschlich. Wenn das jetzt hier dieser Anti-Menschlichkeitsflug ist, dann wäre das schon ziemlich assi. Ich halt voll reinspringe, ich Trottel. Ach, Beam. Konzentration jetzt mal hier. Hör zu. So, jetzt sind wir dran. Könnte alles besser laufen. Aber manchmal läuft es halt so, manchmal läuft es so. Böses Bild. Bogenschützen. Oh, wirklich jetzt. Okay, dann gehe ich. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der da? Ich habe den doch getroffen. Ausdauer. So, so geht das. Hoch mit dir. So. Nochmal. Oh nein. Okay, er springt auch weg. Komm her. Halten wir. Ich würde die Coil auch gerne mal im PvP ausprobieren. Mich würde mal interessieren, ob das mit den zwei Hand, ob das dann auch so funktioniert, dass die dann nach unten fallen. Ah, das ist natürlich nicht so leicht, weil wenn die einmal auf dem Boden sind, können die immer noch ausweichen später, wenn sie aufstehen. Oh, ja, genau, wie er mich noch trifft. Ich kann nicht runterklettern. Noch. Ja, da muss ich wirklich erstmal die Bogenschützen alle killen. Denke ich. Erstmal lang. Ja, wen haben wir denn da? Das ist kein Gemälde. Aber bevor wir da hingehen, Leute, gehen wir doch erstmal die Leiter runter. Wo waren die jetzt? Hier sind noch welche. Da komme ich nicht hin. Wo waren die Leiter? Hier nicht.
War da eben noch eine Leiter? Kann ich einfach rüberspringen? Wahrscheinlich, ja. So. So. Hier ist die Leiter, okay. Das Ding kaputt hauen. Daraus kommt ja immer die Säure. Nicht so aus. Okay, jetzt noch eine Truhe. Mega Schwarzbogen, Eisenpfeil. Cool. Das scheint sie gewesen zu sein. So, dann machen wir mal zu der Dame da, die da zu sehen war. Die sah ja eigentlich recht freundlich aus, ne? Aber bin trotzdem da immer skeptisch. Zumindest bei Dark Souls sollte man da skeptisch sein. Auf jeden Fall gefällt mir das Gebiet sehr gut, muss ich sagen. So, da ist er. Kann man ja nicht lang, ne? Nee. Sprechen. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. We have no need for two rulers. Okay. Sprachlos ist er. Aber die hält auch gut Abstand zu uns, ne? Wäre jetzt bei mir vorbeigelaufen, hätte ich gedacht, dass wir jetzt hier mit ihr reden können. Drachenreiter. Yep. Wo ist denn der andere? Da oben. Oder schießt mit dem Bogen. Okay, der verliert da gut Leben. Oh, das war schlecht. Okay, ich renne erstmal weg hier. Schieß mal. Egal, ich nehme Zeit dran. Er schießt genau wieder in dem Moment natürlich. Ah, schieß mal bitte. Oh, das ist so schlecht, was ich hier mache. Okay, schnell durchrennen. Grausam. Das war absolut grausam gewesen. Weil das ist nicht schwer. Ich habe den einmal getroffen, der war auf 70% oder so. Und dann... Das ist manchmal so. Manchmal da ist es egal, was man macht. Es muss ja nicht mehr gut sein, aber man hat ja was vor und es funktioniert einfach alles nicht. So, ich setze mal einen kleinen Cut und wir sehen uns, wenn ich wieder direkt vor diesen zwei Idioten da bin. Dann hauen wir sie um. Machen wir sie platt. Echt jetzt? So schwer ist die Stelle hier gar nicht. Ich muss ehrlich einfach nur rollen. So gut, näher mal weiter. Ich bin jetzt hier gerade echt nur am Durchrennen. Kein Bock jetzt nochmal gegen die alle zu kämpfen. Ich werde jetzt hier die Bosse killen. Wir müssen den aber erstmal weglocken. Dann komm mal her. Jetzt kommen wir jetzt hier durch.
Okay, wunderbar. So, hier müssen wir lang. Geht's da auch lang? Ne, da geht's nicht lang. Ja, und ihr habt ja gerade gesehen, ne? Ich bin gerade astrein gerade gestorben nochmal. Total bescheuert. Richtig bescheuert. Lass mich doch mal vorbei hier. So geht das. So, da sind wir nämlich auch schon wieder. Geht's hier noch runter? Ne, geht's auch nicht weiter. Ach ja. Ein bisschen nervig ist halt der Bogenschütze da oben, aber es müsste eigentlich trotzdem gehen. Ich müsste es trotzdem gehen. Ganz gut. So, da ist er. Da oben ist der. Da kommen wir ja auch nicht hoch. Sind wir hier irgendwo safe? Hier wären wir halt safe, aber. Jetzt bin ich mal dran. Am besten möglichst immer hier irgendwie bleiben, denke ich. So, nicht getroffen. Ausdauer erstmal. Drauf. Ausdauer. Ja, so kriegen wir das auf jeden Fall hin, Leute. Ja, man nimmt doch ganz gut Schaden durch Blitz, habe ich so den Eindruck. Ziemlich gut sogar. Naja, genau. Oh, jetzt ist der runtergekommen. Scheiße. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Halt dran. Komm, komm, komm. Nimm den, nimm den, nimm den. Lichtschwertkampf. Mann, das ist doch zum Kotzen, ey. So, Leute. Da sind wir wieder. Okay, also wenn da so auf 30-40% ist, heißt das sozusagen, wir müssen da mal ein bisschen schneller agieren oder uns mehr Zeit lassen oder so, ich weiß es nicht, mal gucken. Auf jeden Fall hauen wir jetzt um, war zu voll. So, die Stelle war ja ganz gut gewesen eigentlich. Dann komm mal her, mein Guter. Wir haben schon wieder Kack-Timing hier. So, Ausdauer. Nochmal zwei Hand. Ach, wirklich jetzt? Aus, komm, komm, bitte. Nein, jetzt schießt er. Wenn er schießt wieder. Ne, schießt er nicht. Okay, noch ein Heiltrank, bitte. Jetzt kommen sie beide. Wir sind aber voll, wir sind voll. So, Flammschneise haben wir jetzt aktiviert. Hauen wir erstmal den hier weg. Mal sehen, was das Schaden macht. Wahrscheinlich nicht so viel. Na doch, wow. Ziemlich ordentlich sogar. Ganz ruhig. So, jetzt kommen wir, denke ich. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ausdauer. Na, ich muss jetzt erstmal einen Punkt finden, wo ich heilen kann. So, jetzt kann ich. So. Ein bisschen Abstand gewinnen. Nicht nochmal einen, ich bin mir auf Nummer sicher. Welcher ist denn jetzt eigentlich weiter unten? Das weiß ich gerade nicht. Ich mach hier Feuerkugel. Okay, ich muss auf den hier schießen. Ah, wisst ihr was? Schild, bitte. Wow, 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 wow. So, jetzt. Das kriegen wir jetzt hin. Das kriegen wir jetzt hin. Ganz ruhig einfach. So, jetzt drauf. Down. So, so schwer war das jetzt nicht. Jetzt bist du dran. Machen wir jetzt weg den Typen. So. Oh, der haut dreimal zu. Interessant. Na komm. Hey, wow, fuck. So, wir. What the fuck, der hält ja gar nichts aus. Nochmal. Down. Okay, also das war echt nicht schwer. Das mit der Flammenschneider hätte ich vielleicht dann sogar weglassen können, aber ich wollte jetzt auf Nummer sicher gehen. Drachenreiter Seele. Cool, da haben wir die nochmal bekommen. Das ist geil, weil dann können wir da vielleicht noch sowas für holen. Weil die Drachenreiter Seele hatte ich letztes Mal ziemlich verschwendet. So. Krass, wie alles voll ist mit irgendwelchen Gold und so. Und das Keramik. Sieht das ja golden aus. Das ist schon sehr wertvoll, was hier auf dem Boden liegt, auf jeden Fall. Ich glaube aber, eine Blitzkeule ist sehr gut gegen die gewesen, wenn man überlegt, was da jetzt abgezogen wurde. Das war ziemlich heftig gewesen. Ah, der Typ ist hier. Erstmal Leuchtfeuer anzünden. Hey. So. Oh, well met, friend. Good to see you well. Yes, very good indeed.
Indeed. I journeyed from the distant east to perfect my swordsmanship. And legend has it that powerful beings slumber in this land. This sword has been in my family for generations, and only a real man can wield it true. I may face any manner of man or beast, but none shall be a match for my sword. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich da schon vielleicht eine kleine Herausforderung bin. Mit meinem Propellerkeule-Dings. Das Schwert von dem sieht halt ziemlich cool aus, ne? Also wahrscheinlich, wenn ich den kille, würde ich das Schwert bekommen. Aber bin ich denn so eine? This land is a right mess, eh? King's gone. The people have a mad glint in their eyes. The land itself is overrun by terrible beasts. No better place to test my sword, eh? This land is a right mess, eh? King's gone. The land is no better place. Okay, cool. Schön, auf jeden Fall haben wir das Leuchtfeuer gefunden. Ich würde jetzt mal, wir gehen noch schnell skillen und dann muss ich aber dann erstmal wieder eine kleine Pause machen. Ich setze mal noch einen kleinen Cut für den Ladebildschirm und wir sehen uns dann, wenn ich den Punkt verteile und dann verabschiede ich mich auch bei euch. Also bis gleich. So, da sind wir. Jetzt auf den Balkon verstecken geht wahrscheinlich nicht. Nee, geht nicht. Aufsteigen. Ist ja leider nur ein Level, aber vielleicht können wir noch ein paar Seelen investieren, Dingsbums hier, dann kriegen wir vielleicht nur zwei Level hin. Ich hau mal erstmal eine Anpassung wieder. So. Und da werde ich jetzt mal noch. Moment. So. Elemental. Aber ist cool, da haben wir jetzt die Seele nochmal bekommen. Da können wir dann vielleicht dann nochmal was dafür holen. Gibt's dafür nicht vielleicht sogar ein Schild? Ich würde sagen, wir gucken da gleich nochmal nach deswegen. Vielleicht gibt's ja ein Schild dafür. Ich weiß es gerade nicht. So. Ja, holen wir mal immer die Male hier. Das bringt jetzt mehr als erwartet. 40.000. Das reicht ja schon für ein Level. Ja, für zwei Level sogar. Ja. Ne, es könnte knapp werden. Ich hau nur jetzt noch die kleinen Dinger raus hier, Leute. Es könnte knapp werden, weil wir das nächste. Ne, hier sind so knapp 20.000. Wieso habe ich jetzt wieder so eine große? Nehmen wir einfach die kleine hier. So, die auch noch. Das müsste jetzt aber reichen. Aufsteigen. Könnte natürlich auch in Stärke investieren. Dann wären wir nicht mehr so weit weg von dem Schwert. Ja, mache ich das einfach mal. Anpassung 15 ist schon mal okay, ist besser als nichts. Brauchen wir jetzt noch 3 Punkte in Stärke und dann können wir dann mal mit dem Schwert besuchen experimentieren. Wir müssen das aber natürlich dann noch ein bisschen höher machen, also dieses Schmelzerschwert. So, wir machen nur mal ganz schnell verlorene Festung. Straits Zelle. Und gucken mal, ob wir für diese Drachentypen da irgendwie jetzt noch was bekommen, was cool ist. Ich glaube, diese guten Schilde da, die dir auch im Angebot hatte, die gab's wahrscheinlich für den Verfolger und so weiter. Ich glaube, da die kriege ich nicht mehr. Hätte ich ja gerne nochmal eine Seele bekommen, irgendwie. Spätestens in NG Plus würde man natürlich dann sowas kriegen, aber die Frage ist, ob es sich dann noch lohnt. Ah fuck, jetzt sind ja die ganzen Zombies. Verstehe ich ja jetzt gar nicht. Muss ich wirklich sagen. Die Zombies sind immer assi, egal welches Level man hat. Oh, nicht, dass ich jetzt den Fall. Oh, ich hatte schon Angst bekommen. Ah, da kommt bestimmt auch gleich noch einer hier. Und hier ist noch einer. So, wie gut aus. So, nee, hier ist wir falsch handeln. So, das Schwert meinte ich hier, ne? Das, da gucken wir mal, dass wir dann die 40 Stärke dafür bekommen. So, Drachenreiterbogen. Schild am Brust. Wir können uns jetzt hier Drachenreiter-Großschild holen. Was wiegt denn das? 13,5. Wir können das sogar tragen. Ich vergleiche das gerade mit Seele des Verfolgers hier.
Also ist auf jeden Fall nicht schlechter, würde ich mal sagen, oder? Das hat halt deutlich höhere Risis überall. Das war voll Großschild, aber egal, wir holen uns das einfach mal. So. Ach komm, und so. So, wahrscheinlich ist es zu schwer, hm? Ja, 72,4. Nee, das ist es aber gar nicht. Das hier ist es. 72,2. Es ist aber auf jeden Fall, würde ich sagen, besser als das hier, auch wenn es knapp ist. Wobei, nee, ist es eigentlich gar nicht. Na doch, klar. Nee, wenn hiermit müssen wir es vergleichen. Lass mal gucken, wie es aussieht. Mit der Keule zusammen. Ziemlich cool, oder? Das passt doch ganz gut. Gefällt mir. Und wir haben halt jetzt auch mit Abstand mehr Haltung damit, aber es wiegt halt einfach zu viel. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen kann ich es erstmal noch nicht tragen. Aber wir haben es. Wir haben es auf jeden Fall. Das hier ist das mit 100, ne? Ja, das ist auf jeden Fall doch besser als das hier knapp, würde ich sagen. Egal, ich nehme auf jeden Fall wieder hier erstmal Silberadlertrachen. Nee, das hier nehmen wir. Nee, das hier. Nee, halt. Das hier. Das hier nehmen wir. So. Aber wenn wir noch ein bisschen Belastung reinhauen, dann könnten wir das eigentlich tragen, rein theoretisch. Gut, Leute, dann machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Nächste Folge geht's dann weiter in der Trenlake-Rüstung, sag ich schon. In Trenlake, in der Burg. Trenlake-Schloss. Nachdem wir jetzt die Zwischenbosse gekillt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass wir dann auch den König töten müssen. Ja? Dass wir auch dann das Symbol des Königs haben und dann durch die ganzen großen Türen kommen und so. Also, am Ende sind wir noch lange nicht so, wie es aussieht. Also es geht jetzt, sage ich schon, die ganze Zeit Richtung Finale, aber so ist es halt, wenn da so ist, dass das Spiel ist groß und das ist auch super so. Finde ich spitze. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut, Leute. Tschüss.